Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shadow Tactics Blades of the Shogun oder Shadow Tactics Blades of the Tanuki. Der Kleine bringt einfach Tod. Tod bringt der kleine Tanuki. Hallo, guckt mich an, ich bin süß. Haha, Falle, bam. Mann, Mann, Mann. Kleines, aber sehr tödliches Wesen. Muss man mal so ganz ehrlich sagen. Hammer. Hammermäßig, echt. So, dann locken wir doch den anderen auch nochmal weg hier. Wir warten, bis die hier weg sind, die Freunde. Ja, dreht euch um. Dankeschön und tschüss. So, dann kommt er hier wieder hin. Zack, 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 zack. Und dann läuft die Yuki doch mal wieder hier nach hinten. So. Und dann locken wir doch mit dem kleinen süßen Kuma, unserem Lieblings-Tanuki. Locken wir sie doch einfach mal alle aus ihrem... aus ihrem Steck. Hallo. Ja, komm her. Komm her. Genau, komm her. Muss ich ein bisschen Zeit schinden? Nein, sie sieht wieder die... Oh, sie, vor allen Dingen, sie sieht wieder Yuki. Sie sieht wieder Yuki. Ach, Mann. Also Yuki muss hier weg. Yuki muss hier irgendwo ganz nach hinten. Das gibt's doch gar nicht. Das ist so unglücklich, ne? Ja, packen wir ihn da hin. Vor allen Dingen ihn. Ja, ich hab's gerade irgendwie, ne? Also sie, er, sie, es, wir, ihr, sie und so. Gut, dann geht doch Kuma mal wieder hier ein bisschen on Tour und weiter geht's. Hallo, moin, ich bin der Kuma. Wer seid ihr so? Guten Tag. Ist da gerade Kuma am Schweben oder was? Was ist das für ein merkwürdiges Geräusch? Ja, komm mal her. Genau. Komm einfach mal her. So, genau, dann komm mal mit hier. Und reingesteppt. Und da läuft die Yuki doch schon dahin, um den Herrn abzuholen. So, den packen wir mal hier hin. Gut, dann fehlt ja nur noch der Strohhut, der sich fragt, wo er ist. Warum sucht der unten, wenn die alle oben standen? Ah nee, er stand ja wirklich unten, ne? Jetzt schaut er sich die armen Kühe an. Lass doch die Kühe in Ruhe, Mensch. Achso, übrigens, der Tanuki kann auch aufhören. So, Klappe halten angesagt. Schnell speichern. Yuki wieder zurückziehen. Der sucht den immer noch. Sehr spannend. So, wenn die Kollegen hier wieder zurückkommen, schauen wir mal ganz genau ab, wo die uns sehen können. Einfach nur, um zu gucken, wo sollten wir nicht stehen. Das sieht, glaube ich, gar nicht... Das sieht ein bisschen schlecht aus, oder? Nö. Da sollten sie mich ja nicht sehen können. Das ist doch gut. Dann gehen wir doch da alle hin, würde ich mal behaupten. Da geht Yuki hin. So, und Takuma geht da auch einmal hin. Zack, 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 zack. Und natürlich kommt der Kleine auch mit. So. Perfekt, dann kommt Kuma. Oh, jetzt weiß ich nicht genau. Moment, wir speichern nochmal. Müssen jetzt nochmal genau gucken. Wenn er hier losläuft, wo latscht er hin? Der guckt nicht, der guckt nicht, der guckt nicht, aber der guckt, ne? Nein, der sieht das nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und der? Der sieht das. Okay, das heißt, ich muss los. Zack. Genau, dann kommen wir mit. Nehmen wir dich doch mal mit hier.
So, und dann packen wir dich hier dahinter. Da parken wir dich jetzt. Komm schnell. Lauf, 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 Yuki. Brav, brav. Unglaublich, unglaublich gut gemacht. Schicki, schicki, schicki. Gut, dann als nächstes. Genau, als nächstes, da läuft dann der wieder. Den holen wir am allerbesten. Ah nee, das geht nicht so gut, merke ich gerade. Das geht nicht so gut. Also mit Yuki ist hier wieder Faller, glaube ich, angesagt. Und dann locken wir ihn da einfach rein. Das klingt doch gut. So, Falle. Hotels? Trivago. Okay, wo kam das gerade her? ja, kein Kommentar. Ja, ich bestelle gerne Hotels da über Trivago. Oh mein Gott, was war das denn gerade? Ja, naja. Einfach kein Kommentar, Leute. Alles, hier ist alles gut. Ne, so, den locken wir jetzt hier nochmal so ein bisschen hin und her, weil ich gesehen habe, dass der andere Kerl da wieder kommt. Ja, genau. Komm mal her hier. Ja. Komm mal her. Ich habe zu lange gewartet. Das war ganz schlecht. Das war ganz schlecht. Das war ganz, ganz schlecht. Gut. Ich weiß gar nicht, wie bin ich darauf gekommen? Habe ich vorhin ein Hotel gebucht oder was? Also auf jeden Fall das, was ich hier gerade gesagt habe. Ne? Es ist keine bezahlte Werbung oder sonstiges. Ich finde den Spruch halt auch einfach nur unglaublich witzig. Ja, mein Gott. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, dann komm mal her hier. Genau, dann komm mal her hier. Hier lang, komm. Jawollo. So, das hat doch schon mal besser funktioniert. Dann packen wir den einfach direkt daneben. Würde ich mal sagen, am allerbesten. Und den Herrn locken wir dann auch nochmal raus, einfach. Achso, der Kuma kann gerne still sein. Auch nicht. Nein. Okay. Gut. Also, manchmal lerne ich das auch nicht, ne? So, dann kommt er wieder zurück. Wir müssen die Falle aufbauen als nächstes, damit einfach unser Takuni den nächsten reinlocken kann. Unser süßer Takuni, Tanuki. Mann, 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 was ist denn los? So. Dann packen wir doch hier wieder eine Falle hin. Und gehen wieder hier dahinter. Genau, das machen wir. Und dann müssen wir nur gucken, ach Gott, wie locken wir ihn denn jetzt her? Am allerdümmsten. Ich glaube, am besten wäre, wenn wir mit Takuma hier hinterlaufen, richtig? Das wäre wahrscheinlich das Beste. Zack. So, und dann kann er doch schon mal ein Stückchen laufen. Dann bereiten wir das schon mal vor, schicken ihn schon mal hier hin. Er kommt wieder runter. Machen wir die Kameraausrichtung wieder zurück. So wie es soll. Aber ein bisschen weiter weggezoomt kann es ruhig bleiben. So, der sieht mich da nicht, ne? Nö. Oha, ich dachte gerade ein bisschen Angst gekriegt. So, dann legen wir doch mal los. Ja, komm mal mit. Komm. Komm, 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 komm. So ist brav. Und der Abholservice kommt. Gute alte Yuki. Parkt sich hier alle dahinter. Das läuft schon mal sehr gut. So, bei ihm gucken wir jetzt nochmal genau, wo der stehen bleibt. Weil da sollte ihn ja niemand sehen können, richtig? Eigentlich nicht.
Gut, dann Tanuki, hör erstmal auf hier zu heulen. So, mit ihr machen wir die Falle bereit. Speichern. Wo bleibt der stehen? Da. Komm, dreh dich um. Dann lauf da hin, Yuki, und stell da deine Falle hin. Und dann läuft das doch alles schon wieder schön von allein. Sehr gut. Sehr gut. Dann lauf hier wieder hinter. Und dann warten wir, bis der Herr wiederkommt. So, was? Wo geht's denn dann weiter? Hier sind Wachen drin. Da ist was. Wir müssen ja irgendwie... Das ist aber hammerhart, oh. Obwohl, so viele sind da gar nicht. Ah, der kommt den Turm runter. Ah ja. Hier, der sieht uns ja nicht. Da kommen wir eigentlich so dran vorbei. Das ist schon mal gut. Das ist doch schon mal ganz gut. So. Lauf da rein. Sehr schön. Dann lauf da mal hin, Yuki. Dann holen wir den ab. Perfekt. Stellen wir den dahinter. So. Und dann können wir ja schon mal hier hin. Können wir schon mal hier hin. So, dann kommt der Kleine hier auch mit. Okay, der kann nicht so schnell. So. Und dann stellen wir uns mal hier auch mit hin. Zack, zack, zack. So. Und dann würde ich mal sagen, speichern wir und dann geht's weiter. Ihr dürft mich ja nicht sehen. Ne, der sieht mich auch nicht. Perfekt. So, hier ist keiner, richtig? Sieht der mich da? Nö. Wo kommt der runter? Oh, ich dachte zuerst, er kommt runter. Deswegen bin ich da gerade so komisch gelaufen. Gut, dann parken wir einfach erstmal hier ganz kurz. Also, er läuft wie? Okay, wie läuft der? Also, da dürfte mich ja... Ganz ehrlich, das kriegen wir doch wieder ganz easy hin, oder was? Schau mal, dann machen wir einfach die Falle wieder nach unten, hier. Platzieren die hier und dann holt er den einfach da halt runter. Das ist ja komplett easiness. So machen wir es. So machen wir es. Sie stellt es da hin. Und dann parkt sie erstmal wieder hier. Zack, 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 zack. Renn, 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 renn. So, dann kommt Takuma. Ja, wir speichern nochmal. So, der kann ja nur Treppenstufen gehen. Der kommt ja hier nirgendwo hoch, leider. Der alte Mann. So, okay, dann ist er da schon mal weg. Dann würde ich mal sagen, stellt er sich hier einfach dazu. Und der kleine Süßspatz, der läuft schon mal hier hoch. Komm doch hier, komm. Ja, komm mal her. Mein Gott, da habe ich aber auch schon wieder gefettfingert gerade alles Mögliche, ne? Also ganz schlimm. So, du kannst aufhören, bevor du hier noch jemanden herlockst, den wir jetzt gerade nicht hier haben wollen. So, dich packe ich mal... Kann ich dich unter die Treppe packen? Nee. Echt nicht, ne? Oh, das ist ja eine miese Geschichte hier jetzt. Ach, nicht du, sondern... Du bringst den... Bring den mal hier ans Haus. Bring den mal hier ans Haus. Wo schaut denn der lang? Der schaut nur nach da, ne? Oh Mann, überall die Leichen, ey. Böse, böse, böse. Den Samurai, den müssen wir dann auch noch wieder zusammen hinkriegen. Wird mir gerade bewusst. Aber das kriegen wir schon alles easy hin. Alles Step by Step. So, dann packen wir doch einfach hier wieder die Falle hin. Und dann holen wir ihn als nächstes ran. Schön hier an der Treppe. Läuft.
Das kriegen wir alles hin, Leute. Das ist alles easy. Mit unserem kleinen Tanuki ist das alles gar kein Problem. So, Ja, Mugen, Rettung naht. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber du hörst vielleicht diesen kleinen Tanuki. Und dieser Tanuki, der wird dich retten. Mega gut. Ja, wahrscheinlich quasi machen wir hier gerade den längeren Weg. Man kann das wahrscheinlich viel, viel schneller schaffen, wenn man weniger Kuma benutzt. Aber ich mag das kleine flauschige Vieh. Das ist super. Das soll man ruhig alle schön in eine Falle hauen. In eine Falle hauen, ja. In eine Pfanne hauen oder in die Falle. Wie auch immer. Genau, komm mal runter hier. Sehr schön. Sehr schön. Das läuft. So, Yuki packt den hier wieder schön da auf den rauf. So, speichern. Dann müssen wir kurz gucken, wie kriegen wir ihn vom Turm weg? Ja, das dürfte kein Problem sein. Das dürfte ja wirklich kein Problem sein. Wir gehen jetzt einfach hier hoch. Oder? Oder sieht er da was? Ja, eigentlich dürfte er ja nichts hier schnallen. Aber wir machen das hier jetzt hin und mit ihm gehen wir auch dahin. Nee, der sieht das nicht. Der sieht das nicht. Lock mich doch nicht so. So. Damit der uns hier jetzt nicht sieht. Gut, hier braucht niemand das Leben für Mugen riskieren. Braucht niemand. Wirklich nicht. Hier läuft doch alles bei uns. Hier läuft doch alles bei uns. Komm runter da. Damit ich dich anlocken kann. So, komm mal her. Genau, komm mal her. Und zack. Sehr schön. Yuki holt ihn ab. Den sollten wir doch von hinten kriegen, oder? Oder gibt es hier irgendwie was, dass ich nicht... Ach, der steht auf dem Haus. Ach so. Der steht auf dem Haus. Okay. Was kriegen wir alles hin? Ach ja, der arme Mugen hier hängt hier. Du redest, sobald wir dich lebendig kochen. Ja, okay. Dann ist nicht mehr viel mit Reden, Freunde. Muss ich euch das erklären, oder was? Also bitte. Ja, wohl ein schlechter Scherz, wa? Ich mal behaupten. So, dann packen wir doch mal die Falle als nächstes hier hin. Das sollte ja kein Problem sein. Dann stellt sich Yuki hier hin. Takuma geht dahin. Wir machen einmal schnell speichern. Und wir gehen wieder auf Tour. Genau. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ihr macht doch immer so süße Sachen. So. Oh ne, der kann ja nichts tragen. Das ist Blödsinn, die Yuki muss das ja machen. Der alte Mann ist ja zu schwach. Also glaube ich zumindest. Auch witzig wäre, wenn ich den jetzt hier einfach auf ihn raufschmeiße, ne? Das wäre lustig. Gut, die kommen da alle auf den Haufen. Und dann
würde ich sagen, wir können uns schon mal vorbereiten, was wir machen wollen. Und zwar... Obwohl, wir können das einfach noch fertig machen. Das ist doch gar kein Thema, würde ich mal behaupten. Gut, wie machen wir das am allerbesten? Also ihn packen, sie packen wir schon mal. Ich tippe einfach mal nach hier oben. Da packen wir sie hin. Gott, was denn? Nicht hier einfach so Sachen verschießen. Wo ist Yuki? Da. Okay, das machen wir doch noch zu Ende. Jetzt nur wegen dem Samurai ist ja Blödsinn. So, Yuki parkt sich hier oben hin. Oder... Da steht ja einer. Der kommt ja da hin, oder was? Ja, den sollten wir aber nochmal abknallen hier. Genau, lauf mal hin, wo man dich sehen kann. Sehr schön, zack. Das ist natürlich Blödsinn sonst. So, Yuki geht dann hier oben hin. Zum Glück haben wir das noch gesehen. Mann, 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 Mann. Okay, die schnallen nix. Vor allen Dingen, sie labert da direkt neben ihm. Finde ich auch gut. So. Gut, das sollte ja passen, oder? Dann würde ich mal sagen, let's go. Ja, perfekt. Dann haben wir ihn schon mal ausgeschaltet. Und dann würde ich sagen, schleppen wir ihn noch ganz schnell hier hin. Kann ihn auch hier in die Tür hauen, oder? Ja, nice, da ist keiner. Sehr, sehr gut. Dann packen wir tatsächlich ihn schon mal in Deckung. So, Tür auf. Dann holen wir natürlich noch unseren niedlichen kleinen Tanuki ran. Und sie stellt sich schon mal hier vom Bogen. Und dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge können wir unseren lieben Mugen retten. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Bis dahin, euer Gentonics. Ciao.